Hallo, guten Morgen zusammen. Hier ist wieder der Bass-Kanal in Frankfurt am Main. Und zwar bei Session exklusiv heute wieder mit Peter und Marco. Leute, es ist 8:30 Uhr. Ja, es ist 8:30 Uhr und zwar morgens. Peter und ich sind extra früh aufgestanden, um euch in den Genuss zu bringen. Dieses kleine Video, ihr wisst ja, wir machen immer alles mal ein bisschen anders, ein bisschen unkonventionell. Das gehört einfach in Session oder bei Session einfach zum guten Ton. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, ich hatte mit Peter im Winter ein paar Fotos gemacht. Und zwar ging es um die Pimp My Player Serie. Das ist also ein Player Bass von Fender, wie ihr gerade seht. Ein ganz einfacher Precision Bass, ja, mit Maple Neck, den wir heute einfach mal umbauen. Und zwar bin ich oft gefragt worden, ja, ich hätte gerne das ein bisschen auf All getrieben oder ein bisschen auf All gemacht. Kannst du da nicht was machen, Marco? Du kennst doch, du weißt, wie die Dinge aussehen müssen und so weiter und so weiter. Natürlich, ich mache doch alles für euch. Was passiert hier? Wir werden dieses Ding einfach umbauen. Und zwar in half in, wie nennt man das? Double Speed? Ja, er sagt ja. Also in Realtime und in Double Speed Aufnahmen. Wir werden das Ganze overdubben mit Stimme. Ja, und da werde ich euch sozusagen die einzelnen Schritte erklären. Natürlich könnt ihr diesen Bass oder solche Bässe bei mir in Auftrag geben. Das heißt, Marco, du hast da so einen metallic-grünen Precision-Bass oder einen Jazz-Bass. Machen wir mal so eine kleine Vintage-Maschine draus. Das heißt, kein Thema, mache ich euch. Müsst ihr dann einfach bezahlen und gut ist. Dafür habe ich ein paar Teile mir besorgt. Aschenbecher-Set von Fender, original. Peter, ist es drauf? Sehr gut. Obligatorische Daumenstütze. Muss leider sein beim Papa, gell? Ist immer so, auch vom Fender. Und natürlich das schöne Schlagbrett in Salami-Ausführung, wie der Tim immer zu pflegen sagt. Und zwar ein vierlagiges in Tortoise. Wenn alles klar geht, werde ich sogar noch einen D-Tune einbauen. Da, da. Das bedeutet, noch sieht der Bass so aus. Und in ein paar Minuten, wenn das Video fertig abgedreht ist, sieht der Bass dann logischerweise ganz anders aus. Und jetzt fangen wir einfach mal an, Peter. Bist du soweit? Er sagt ja. Los geht's. So Leute, hier seht ihr, klar, was mache ich? Die Saiten müssen als erstes ab. Dafür nehme ich meine alte Saitenkurbel, die ich noch tatsächlich noch von Mr. Basement Saiten habe. Leider ist sie gerade weggekommen, ich weiß gar nicht momentan, wo die ist. Dann nehme ich mir so ein paar kleine Schächelchen, also ein paar kleine Schachteln, um die ganzen Schrauben letztendlich irgendwo sicherzustellen. Dann darf ja nichts verloren gehen, denn die Schrauben brauche ich später alle wieder. Das Schlagbrett wird abgemacht. Bevor ich das mache, jedoch nehme ich einen 13er Schlüssel und ein paar Gabelschlüssel, Schraubenzieher, Schlitz und mache natürlich die Potti-Knöpfe ab. Und wie ihr gerade jetzt seht, ja, muss ich natürlich kurz weg, weil das Telefon klingelt immer wieder. Das hört ihr natürlich nicht. Schlagbrett ist ab, nehme das neue Schlagbrett. Und was ich mache, ist jetzt natürlich folgendes, ein bisschen customizen gehört ja dazu. Als erstes diese lässige Plastikfolie, die drauf ist, die denen sowieso auf die Nerven geht, die mache ich hier ab und pull die einfach mal so ganz, ganz entspannt mal ab. Dann nehme ich etwas Abschirmfolie, selbstkleben natürlich, und mache das, was normalerweise meiner Meinung nach von der Firma Fender schon ab Werk sein sollte. Ich klebe ein bisschen Abschirmfolie dort in dem Bereich, wo normalerweise die Potties sind. Das mache ich glatt, nehme ein Skalpellmesser, so ein Modelliermesser, wie ihr gerade seht, und schneide die überschüssige Folie einfach ab. Dafür schneide ich einfach am Rand entlang und das ist eine ganz saubere Sache. Die Folie braucht man natürlich, damit die Potties miteinander gut verbunden sind und es ein bisschen besser abschirmt. Die Löcher werden auch mit demselben Modellmesser ausgespart. Und dann mache ich die Folie glatt, beziehungsweise habe die Folie schon glatt gemacht. Das Schlagbrett wird wieder drauf gemacht. Potties zuerst, Mutter drauf, ne? Dann klar, Unterlegscheibe, alles, was da war, logischerweise kommt wieder drauf. Und da auch nochmal, genau. Ne? Wenn ihr sicher sein wollt, dass die Mutter der Buchse sich nicht mehr löst, dann nehmt ein bisschen klaren Nagellack und macht einfach damit die Mutter fest. Dann gucke ich einfach nach, passen die Dinge alle drauf. Ja, ihr seht. Es passt eins wieder drauf, Knöpf drauf wieder, logisch, muss ja wieder sein. Und
dann fange ich wieder an, die Schrauben drauf zu machen. Dafür nehme ich normalerweise einen Akkuschrauber. Ich bin da recht gewandt mit dem Akkuschrauber. Wenn das für euch keine Option ist, dann könnt ihr euch alles schön per Hand machen. Aber hier so ein kleiner Bosch-Akkuschrauber, der funktioniert einwandfrei. So, dann ist es wieder drauf und jetzt kommt die, klar, die obligatorische Daumenstütze. Die Löcher für die Daumenstütze, die Position zumindest, die ist ja schon vorgegeben. Die entnimmt ihr natürlich aus dem Schlagbrett raus. Die Löcher sollten vorgebohrt werden. Da habe ich jetzt einfach einen Dreierbohrer genommen und genau, da mache ich ein bisschen Fett drauf auf die Schrauben. Denn logischerweise müssen diese ins Holz reingetrieben werden. Da mache ich nur 3/4 schraube ich mit dem Akkuschrauber rein, dann nehme ich einen Schraubenzieher, wie ihr seht, und mache den Rest. Daumenstütze muss leider sein, ist geschichtlich natürlich absolut korrekt und wenn ihr mich fragt, natürlich obligatorisch. Jetzt suche ich hier gerade ein paar Schrauben, beziehungsweise, genau, jetzt habe ich die auch gefunden. Das Telefon hat wieder geklingelt, ich muss mal kurz weg. Mein Kollege will mal was von mir. Jetzt werde ich die Aschenbecher drauf machen. Die Aschenbecher, sprich einfach die Pickup-Abdeckung und die Brückenabdeckung, die waren ja bei den 60er-Jahren-Modellen und 70er-Jahren-Modellen Precision Bass ja immer drauf. Ja, warum waren die drauf? Klar, man wollte da die Seiten natürlich halt eben, die Tonabnehmer schonen und man wollte sich, wenn man den, ja, wenn man die Hand auflegt auf die Brücke, sich nicht verletzen. Früher hat man das Ganze ohnehin ein bisschen anders gesehen mit der Spielerei. Das bedeutet, moderne Spielweisen funktionieren mit diesen komischen Aschenbechern nicht, ganz klar. Aber wenn es wirklich all aussehen soll, muss das leider so sein. Wieder mal der obligatorische 3 mm Bohrer, die erste Schraube dran, dann ziehe ich das mit der Hand fest wieder und da genau dasselbe nochmal und schon ist die Sache erledigt. Ich habe natürlich vorher die Tonabnehmerhöhe schon vorab eingestellt, denn wenn natürlich das Ganze, die Seiten drauf sind, funktioniert es nicht mehr. Um die Löcher für die Brückenabdeckung zu machen, nehme ich mir so einen Custom Shop Bass. Da entnehme ich einfach die Position der Löcher. Da habt ihr ja schon gesehen gerade, das habe ich abgemessen und trage die natürlich einfach auf. Dafür mache ich erstmal hier ein paar Hilfslinien. Also ich verlängere einfach die hinterste Linie der Brücke mit Bleistift. Bleistift geht übrigens mit Spiritus oder mit ein bisschen Spucke bestens ab. Und markiere mir einfach die Löcher, die ich brauche, mit dem Bleistift auf. Mache kleine Kreuze. Ja, so ein bisschen Handwerker, ja, das muss man ja schon sein. Und da seht ihr, da habe ich die ganzen Löcher schon vorgemacht. Diese überprüfe ich nochmal, ob das in Ordnung ist. 3 mm Bohrer, zack, bumm, rein. Damit die Löcher nicht ganz so ausfransen, beziehungsweise wenn später mal vielleicht die Abdeckung abgemacht werden soll, phase ich schon mal, beziehungsweise nehme ich einen etwas größeren Bohrer und mache die Kanten da ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen sauber. Bevor ich das mache, also bevor ich die Seiten drauf mache und bevor ich natürlich halt eben die Abdeckung drauf mache, kommt der Detuner drauf. Wie man Detuner normalerweise einbaut, da gibt es ja ein wunderbares Video, welches der Peter mal vor ein paar Jahren gedreht hat. Da könnt ihr euch mal wirklich mal schlau machen, wie man das macht. Ansonsten die einzelnen Schritte seht ihr auch hier. Ich muss dafür den Detuner komplett zerlegen. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, legt ihr euch einfach den Detuner irgendwo hin, in der Reihenfolge, wie ihr es gelegt habt, beispielsweise von links nach rechts. Dann kommt die Grundplatte drauf. Diese wird nicht ganz festgeschraubt, sondern die wird nur angeschraubt, so damit ich sehe, wie der Bolzen, ob der richtig gut reinpasst oder nicht. Schmierung ist alles. Ich nehme da dieses Teflon-Zeug als Schmiere und das funktioniert einwandfrei. Und schon ist eigentlich der Detuner drauf. Bam, seht ihr, so schnell kann das alles gehen. Jetzt kommen natürlich die Seiten drauf, denn wenn ich einmal die Abdeckung für die Brücke drauf habe, das funktioniert nicht mehr. Natürlich habe ich hier schon vorab die Seitenlage eingestellt und habe die Reiterschen bzw. die Schrauben für die Reiterschen mit etwas klarem Nagellack festgemacht, damit sie sich nicht allzu sehr bewegen beim Spielen. So, Seiten einfädeln, ganz normal. Ich habe dieselben Seiten tatsächlich nochmal genommen, warum denn nicht? Dann mache ich einen kleinen Tropfen Fett drauf. Genau dasselbe mache ich dann eben oben auch. Wie man Seiten aufzieht, das habe ich euch auch schon mal erklärt. Ja, da gibt es ja auch ein tolles Video, welches der Peter mal gedreht hat mit mir, auch vor ein paar Jahren.
Peter steht übrigens neben mir und überwacht das ganze Overdubbing, dass ich ja nichts Falsches sage. Ne? So, Seitenkurbel, zack, bumm, funktioniert. Jetzt kommt die Abdeckung drauf. Vorher habe ich die Seiten, die Streifen bzw. die Linien, die ich mir gemacht habe, geschrieben, drauf gemalt hatte, nochmal weggemacht mit ein bisschen Spiritus, mit dem Lappen. Seiten drauf, bisschen aufkurbeln, danach wird gestimmt, das war's. So Leute, und nun sieht der Bass jetzt so aus. Wie ihr seht, ist das ein bisschen mehr, ja, ein bisschen stylischer geworden, das Ganze. Erinnert so im Ganzen ein wenig an einen schönen 60er, 70er Jahre Precision Bass. Weiß mit Maple Neck und hier Tortoise-Schlagbrett, hier die schönen Glocken. Ich habe jeden Schritt, wie ihr gehört habt, kommentiert. Hier haben wir noch einen schönen Detuner am Start. Ja, das Ganze wird jetzt natürlich eingestellt. Diese Arbeit, die müsst ihr natürlich jetzt nicht unbedingt verfolgen. Das heißt, ich mache das jetzt einfach nur mal so für mich, für den Kunden. Denn dieses Instrument ist, glaube ich, sogar schon verkauft. Das heißt letztendlich, ihr könnt bei mir auch so ein Ding in Auftrag geben. Oder besucht einfach mal unsere Homepage und unter der Rubrik Pimp My Player. Da kriegt ihr ein bisschen Infos davon und ihr könnt bei mir jeden einzelnen Player, Precision oder Jazz Bass, und zwar nur diese beiden Modelle, den Jaguar, den kann man nicht unbedingt umbauen, bei mir gerne umbauen lassen oder einen Auftrag geben. Und wenn es euch gefallen hat, viele Likes bitte geben, Kommentare, gute wie schlechte, natürlich wie immer. Und ja, wir bleiben so. Leute, Pimp My Player, das war Session in Frankfurt am Main, der Basskanal mit Peter und Marco. Und Leute, heute haben wir das gemacht.